Herzlich willkommen im Glaspalast in Sindelfingen zum dritten Spieltag in der Champions League im Futsal der Gruppe H. Zwei Spieltage sind bereits ausgetragen worden. Heute wird sich alles hier entscheiden. Es wird sich entscheiden, wer Gruppensieger wird und damit in die nächste Runde weiterkommt. Es wird sich aber auch entscheiden, wer auf Platz 3 und Platz 4 der Tabelle hier der Gruppe H kommen wird. Und dazu treten im ersten Spiel, im Nachmittagsspiel gleich um 17 Uhr, die Meister aus der Türkei an. Tau Çanakkale Spor Lübü aus der Türkei und London Helvetia Futsal aus England. Die beiden werden sehen, dass sie ja noch mit einem blauen Auge davonkommen. London Helvetia hat 2 Spiele verloren und eine Tordifferenz von -3 und steht damit auf dem 3. Platz der Tabelle. Tau Çanakkale hat ebenfalls 2 Spiele verloren, allerdings eine Tordifferenz von -12. Und damit stehen sie auf Platz 4. Beide Teams werden hier noch mit einem Ehrensieg sozusagen aus der Halle herausgehen wollen, aus dem Turnier herausgehen wollen. Beide haben nochmal alles gegeben, haben sich eben vorbereitet. Sie sehen die Spieler noch auf dem Feld. Im Bild gerade den Torwart der London Helvetia Futsal, Mark Croft. Gerade eben vorgestern noch ist er verletzt worden, lag lange neben dem Tor, hatte einen Tritt ins Gesicht bekommen und ist aber wieder fit, wie wir hier sehen. Er hat nur noch leichte Schmerzen, wie ich heute Vormittag erfahren habe. And we also would like to welcome our futsal friends from England, from Turkey and from Kosovo. We are watching in a few minutes the match between Tau Çanakkale Spor Lübü and London Helvetia Futsal Club. Wir schauen ein bisschen auf die Aufstellung, während die Spieler sich noch warm machen. Tau Çanakkale ist formell der Gastgeber und für die ist es ein Heimspiel. Emre Deniz ist der Torwart und Hakan Becegan führt heute die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Daneben in der Starting Five Mehmet Yigit, Onur Duyunglulu und Batuhan Güvenç. Als Substitutes, das klären wir später. Wir fahren jetzt erst nochmal herunter. We'll be right back.
36. Futsal Champions League. Wir sind zurück im Glaspalast hier in Sindelfingen. Die Mannschaften haben sich aufgewärmt, sind noch einmal zurück in die Umkleidekabinen, in die Katakomben gegangen. Tao Çanakkale aus der Türkei wird gleich auf London Helvetia Futsal hier treffen. Im letzten Spiel dieser beiden Mannschaften, das Spiel um Platz 3 und 4 der Tabelle. Wir schauen auf die Aufstellung, die Starting Five von Tao Çanakkale. Emre Deniz als Goalkeeper weiterhin im Tor und Hakan Becirgan wird seine Mannschaft heute als Kapitän aufs Spielfeld führen. Daneben in der Starting Five Mehmet Yigit, Onur Duyungulu und Batuhan Güvenç. Die Substitutes auf Seiten von Tao Çanakkale sind Kamil Deniz als Goalkeeper-Substitute, dann Onur Mengi, Hakan Dinçbudak, Ahmet Yasin Pelivan, Cem Keskin, Burak Dilim, Alperen Aksoy, Recep Erkmen und Ögüsan Tekin. Coach auf Seiten von Tao Çanakkale ist Gökhan Hadi. Die Starting Five von London Helvetia Futsal. Im Tor nach wie vor Mark Croft, wieder gesundet nach dem etwas heftigen Foul vor zwei Tagen. Dann Eduardo Antonio Tierin Lopez, Uriel Araujo Sanchez, Claudio Ribeiro und José Carlos. Als Substitutes auf Seiten von London Helvetia, als Goalkeeper Laos Dima und als weitere Feldspieler Dani Nerin, Rubens Fernandez Romero, dann Ivan Chu, der Kapitän, Guillermo Monti, Raoni Medina, Lucas Ferras und Liam Pal Freeman. Coach auf Seiten von London ist Enrique Carlos Julian Alonso. Die Offiziellen in diesem Spiel, erster Referee ist Michael Lima de Souza aus Luxemburg. Zweiter Referee ist Kaloyan Kirilov aus Bulgarien und dritter Offizieller Marco Rottenflu aus der Schweiz. Timekeeper ist Maximilian Alkofer aus Deutschland. Gerade wird wieder die Respektkampagne der UEFA hier im Glaspalast in Sindelfingen erwähnt. Die UEFA steht für Respekt und gegen Ausgrenzung aller Art, gegen Ausgrenzung, Rassismus und sonstige Feindlichkeiten. Ich habe einen Blick auf die Torschützenliste geworfen und auf Seiten von London Helvetia führen diese Torschützenliste Uriel Araujo Sanchez und José Carlos mit je zwei Toren an. Wir fangen neu an. Es ist Ribeiro, der die Liste anführt. Claudio Ribeiro mit drei Toren und José Carlos und Araujo Sanchez jeweils mit zwei Toren. Dann haben wir Pal Freeman, Lucas Ferras, Nerim Rena, Fernandez Romero, Ju und Tierin Lopez mit je einem Tor. Wir werden also genau schauen, ob Ribeiro an seinen Rekord hier anknüpfen kann, ob er weitere Tore auf sein Konto bringen kann. Die Referees betreten das Spielfeld und sie werden gleich dann auch von London verfolgt, die jetzt ebenfalls das Spielfeld betreten. Ju führt als Kapitän seine Mannschaft aufs Feld, gefolgt von Mark Croft. Mark Croft, wie wir gesehen haben im Turnier, ein sehr, sehr mitspielender Torwart, der immer wieder wichtige Impulse für seine Mannschaft gesetzt hat, der sich oft in der gegnerischen Hälfte aufgehalten hat, auch viele, viele Tore vereitelt hat. Und doch konnte sich der Verein letztlich hier nicht an die Spitze der Tabelle durchsetzen. Sie mussten sich in einem Krimi gegen den FC Likeni geschlagen geben, nachdem sie schon
ja, aufgeholt hatten und dann geführt hatten, dann nochmal ein Unentschieden erspielt hatten, 6:6 stand es und dann in den letzten Sekunden des zweiten Spiels von London hier noch der Siegtreffer für Lee Keeney gefallen ist. Auch im ersten Spiel musste sich London dem TSV Weilendorf geschlagen geben, dem Gastgeber. Die grüßen wir an dieser Stelle herzlich. Die werden sicher auch jetzt im Teamhotel sitzen und zuschauen. Die beiden Mannschaften sind auf dem Feld. Daon Chanchale, Spor Klübü ist jetzt auch da. Und London ebenfalls herzlich willkommen zum Spiel. Die Kapitäne werden zum Shakehands und zur Seitenwahl schreiten, während die Mannschaften sich zum Mannschaftsfoto aufstellen. Wimpel werden getauscht. Michael Lima de Sousa, erster Referee. London wird in Blau spielen, wie wir gesehen haben. Und Daon Chanchale in Gelb mit schwarzen Applikationen. London spielt von rechts nach links und Daon Chanchale von links nach rechts. In wenigen Augenblicken wird dieses Spiel angepfiffen. Das Spiel um Platz 3 bzw. Platz 4 in der Gruppe H, hier in der Vorrunde der Futsal Champions League. Die Substitutes gehen vom Platz und die Starting Five sind auf dem Feld. Mark Croft noch neben seinem Tor. Da sehen wir ihn im Bild. Wie gesagt, ein sehr, sehr mitspielender Torwart, der viele, viele Impulse gegeben hat für seine Mannschaft. Schauen wir, ob er heute auch wieder Gleiches bewerkstelligen kann. Und der Anpfiff ist erfolgt. London, wie gesagt, von rechts nach links und die werden vermutlich von Beginn an, so wie es hier zu sehen ist, die Meister aus der Türkei unter Druck setzen. Auch dies ein spannendes Spiel, denn beide wollen hier nicht als Letzter aus der Halle in der Tabelle gehen. So viel ist klar. Champions League zu spielen, ist für jeden Futsalspieler eine Ehre und deswegen wollen sie hier auch alles geben. Ein Kick jetzt für Daon Chanchale. Emre Deniz jetzt auch mit drüben fast an der Mittellinie. Da kombinieren sie sich hervorragend durch, aber dann geht der Ball ins Aus. Das war auch schon in den vorhergehenden Spielen bei Daon Chanchale oftmals schwierig, dass diese Kombinationen einfach nicht gut sitzen. Croft muss nur ein bisschen auslaufen sozusagen und den Ball ins Aus gehen lassen. Und wirft weit nach vorn. Sein Spieler kriegt ihn nicht. José Carlos da ein bisschen angerempelt. Aber jetzt ein Kick für den türkischen Meister. Wieder mit Emre Deniz auf der linken Seite.
unter Druck gesetzt hier. Früh unter Druck gesetzt und Ballverlust jetzt. London kann angreifen. Der war nix. Hervorragend nach vorn gespielt, aber naja, das war ein bisschen ein theatralischer Wurf von dem englischen Spieler da. Ist zwar angerempelt worden, aber dann doch nicht so schlimm, wie es aussah. Mit der Nummer 14, José Carlos im Bild gerade. Mit der Nummer 3 ist es Mehmet Yigit auf Seiten von Tarçın Şahin. Wieder ist Emre Deniz auf der linken Seite. Und Croft. Ah! Das war dann das erste Teamfoul für Tarçın Şahin. London mit dem Freistoß. Fehlpass hier. Aber Ball zurückerobert, zügig, rasant geht's hier zu in den ersten Minuten dieses Spiels. Und Emre Deniz kann gerade noch so da den Ball ein bisschen ins Aus spielen. Klärt zur Ecke. War nur so hauchdünn dran. Da sehen wir jetzt Croft schon wieder im gegnerischen Feld. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Ich habe gesagt, dass seine Stärke zugleich natürlich auch sein Risiko ist. Und wir haben es dann auch gesehen. Ein Tor ging auf dieses Risiko, mindestens eins im Spiel gegen Weilimdorf und gegen Likeni, wo dann der Kasten leer war und er einen sich noch reingefangen hat. Stärke und Risiko zugleich. Futsal ist ein körperbetonter Sport, genau wie Fußball. Die Referees sind angehalten, da nicht bei jeder Kleinigkeit einzugreifen. Deswegen auch dieser Schubser, der da gerade war. Der war schon recht stark, aber es wird dann laufen gelassen von den Referees. Croft macht sich schon wieder auf den Weg, ist schon wieder weit drüben im gegnerischen Feld. Jetzt muss er wieder zurück. Ist auch schon wieder vor seinem Kasten. Ja. Schöner Spielzug da eigentlich, aber dann der Ballverlust und London kann es nicht verwerten. Gegenangriff jetzt von Tarçın Şahin, gestoppt von Eduardo Antonio Tel Lopez. Und damit fällt das erste Tor hier im Glaspalast in Sindelfingen. Durch diesen Konter, der hier eingeleitet worden ist. Und dann ist es auch, Eduardo Antonio Tiarin Lopez, der hier zum 1:0 einnetzt, eben vorher den Ball erobert hat und dann auch das Tor erzielt hat.
German Sport TV und Blue Media Entertainment ermöglichen Ihnen hier diese Übertragung des Spiels. London rettet diesen kleinen Ballverlust. Keine Gefahr für die Erfahrenen aus England. Auch da im Moment keine gefährliche Aktion, die irgendwie Croft in eine Bedrängnis bringen würde. London beginnt stark, dominiert hier die türkischen Meister. Gleich der nächste Angriff, 2:0. Es geht im Sekundentakt hier weiter. Das ist Futsal, viele Torschüsse, Abschlüsse und dann eben auch Tore. Mit der Nummer 12 war es Liam Pal Freeman, der hier eingenetzt hat. Croft rettet ihn da noch. Ja, hat er sich noch reingeworfen, hätte er nicht machen brauchen, aber gut. Ball war trotzdem im Aus, deswegen jetzt der Einkick für Tao Chanchale. London erneut jetzt am Ball. Sie werden sicher nicht nachlassen, weiter Druck machen. Und man sieht's, das Spiel ist schon wieder in der türkischen Hälfte. Mit Croft am Ball. Und er hat es in den letzten Tagen immer wieder versucht, selbst auch ein Tor zu schießen. Vielleicht wird es ihm heute noch gelingen, als Torwart selber das Tor zu treffen. 2, 3, 4 Mal hat er es, wie gesagt, schon versucht. Es wäre ihm gegönnt. Ein Kick für London. Gute Position, aber der Ball fliegt fast bis uns, zu uns hier rauf. Ballverlust jetzt, Kontermöglichkeit. Schauen wir mal, wie weit sie kommen. Tao Chanchale und der Ball ist im Aus. Das Zuspiel ist zu unpräzise. Die Kombinationen sitzen einfach da nicht. So wie da zum Beispiel. Und da kommt der Ball an bei den Londonern. Und Tao Chanchale tut sich damit einfach schwer. Wieder an dieser Stelle haben wir es gesehen. Da wieder ein Ballverlust. London kann es umdrehen. Ja, da wird er nicht mehr rankommen, selbst wenn, bringt es ihm nichts. Weiter Schuss nach vorn, aber Emre Deniz ist dran gekommen. Hat ihn da ins Ausgespielt. Deswegen wieder ein Kick für London. Neue Möglichkeit zu kombinieren. Das können sie gut. Ja, geht auch hier mal nicht alles glatt. Das ist völlig klar. Da geht auch mal ein Ball ins Leere. Aber das ist Futsal. Das sind diese Kombinationen, diese herrlichen taktischen Kombinationen. Einstudiert eigentlich bei den Mannschaften, die oft genau wissen, wo in ihrem Rücken sich der Mitspieler aufhält und wie sie ihn erreichen können. Den hat er hier schön getunnelt. Aber auch das kommt, führt ja nicht zum Erfolg, es bringt ihm nichts. Geht ja dann nicht weiter. Jetzt mal eine
schöne Position für die türkischen Meister. Schauen wir, ob sie was draus machen. Ja, ganz gut gewesen. Croft hat ihn sicher. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Schön kombiniert und umspielt. Neue Möglichkeit. Außennetz. Noch etwas mehr als 6 Minuten, die gespielt sind. Ja, hervorragend gemacht. Trotzdem, ja, verliert ihn auch mal. Jetzt haben sie die Möglichkeit und verschätzen sich wieder zu Spiel. Es steht 2:0 für London Helvetia Futsal. Dennis raus, kommen aus dem Tor. Ball zurückspielen und Ballverlust. Angriffsmöglichkeit London. Ja, und komm. Na, kriegt ihn nicht. Die türkische Mannschaft übrigens, Davut Çançalı, die auf den Trikots die Croft hat ihn. Die türkische Mannschaft übrigens, die Vornamen auf ihren Trikots hinten drauf hat. Falls es jemandem aufgefallen ist, es sind nicht die Nachnamen, die bei ihnen hinten drauf stehen, sondern die Vornamen aufgedruckt auf den Trikots zu den Nummern. Das war ein schönes Zuspiel, aber da muss er sich arg behaupten gegen Ju. Pass zu Croft. Der donnert mal wieder drauf, versucht sich sein Tor hier doch noch zu ermöglichen. Läuft da hinten jetzt durch die Laufbahn, aber es gibt genügend Bälle hier in der Arena, kein Problem. Jetzt könnten sie mal, wenn sie wollten, doch es ist nichts auf türkischer Seite, sie kommen nicht hin. Da muss er jetzt, ja, genau, irgendwie aus der Bredouille rauskommen. Hat er gut gemacht. Und dieses Zuspiel auch mal ganz gut. Aber jetzt, es muss effektiver sein. Es muss mehr kommen. Es muss torgefährlicher werden. Und das ist es leider nicht bei Davut Çançalı. Weiter ein Kick nach vorne. Nutzt die Möglichkeit, Junge. Jawohl. Und einmal Torschuss auf Croft, der ihn hält. Pariert. Jetzt hier wahrscheinlich da den
Ball. Ball ins Gesicht bekommen. Es war nämlich dann doch ein Einkick gerade, der da aufgedonnert worden ist. Weiter Wurf von Croft, kommt diesmal nicht zum Ziel. Erneuter Angriff scheitert an Emre Deniz. Ballverlust, falscher Einkick, jetzt dann London in Ballbesitz mit erneutem Einkick. Croft wird auch immer daran beteiligt, wenn er im Feld ist. Wissen seine Mitspieler ganz genau und sie binden ihn ein. Vielleicht ermöglichen sie ihm ja heute auch noch sein Tor, das er ja offensichtlich schießen will. Schön getunnelt an dieser Stelle. Mal Torschuss, aber daneben. Chance für Tao Chanchalay. Lässt sich aber den Ball wieder abnehmen. Pass nach vorn. Kontermöglichkeit. Torschuss auch daneben. Erneut London in der Vorwärtsbewegung. Croft ist dran, kein Problem für ihn, er war zu weit, jetzt hat er die Möglichkeit, donnert auch drauf, aber er wartet zu lange, er ist zu zögerlich. Der Überraschungsmoment wird nicht genutzt. Kapitän Ju zieht sich hier sein Leibchen aus, wird also gleich kommen. Wieder ist es Croft, der dran ist und auch im Nachschuss wird es nix. Weiterhin 2-0. Gut, die Hälfte ist gespielt. 1-1 auf der Uhr der Teamfouls. Also recht fair das Spiel. Wenig passiert hier bisher. Ausgeglichen, was diese Sache angeht, ist es allemal. Jetzt war die Chance da, aber ach, Croft stolpert und jetzt geht er selber zum Angriff über. Schöner Pass, aber das ist es, diese Kombination, es sitzt nicht. Es sitzt zu oft nicht und dafür ist es dann eben insgesamt unterm Strich zu ineffektiv, was wir an den Toren sehen. Immerhin ein Tor konnte Tao Chanchalay bisher in diesem Turnier erzielen, beim 8:1 gegen den TSV Weilendorf. Türkische Fahne sehen wir im Bild, mitgebracht vom türkischen Meister. Ein Stück Heimat hier im fernen Sindelfingen.
Fehlpass auch noch beim Einkick. Jetzt dann der Pass mal zu Emre Deniz, der jetzt auch mal mitspielt. Im gegnerischen Feld ist, der muss aber besonders aufpassen bei den Ballverlusten von Tauchanchale. Müsste er ganz schnell zurück sein in seinem Kasten, wenn er hier nichts riskieren will. Schön, jetzt mal rübergelegt in die Mitte und was fehlt, ist der Torschuss. Einfach mal versuchen, draufdonnern. Schön rüber, wieder zu Croft gelupft. Wieder versucht das selber. Und das Tor ist leer, aber keine Gefahr. Geht von diesem Schuss aus. Ju wäre auch da gewesen. Hat genau gesehen, dass sein Keeper da nicht rechtzeitig rangekommen wäre. Hier vermutlich reklamiert, dass Croft den Ball nicht hätte nehmen dürfen. Aber die Schiedsrichter haben entschieden. Kick für Tauchanchale. Wieder Ballverlust London mit neuer Möglichkeit zum Angriff über José Carlos von links jetzt und über Kapitän Ju und schon zurück zum Carlos. Ju geht vor, leicht tangiert. Jetzt wieder Ju. Emre dazwischen. Aber ...6:30 noch in dieser ersten Halbzeit. Fehlpass, Ball im Aus. Die Pechserie setzt sich fort, wenn wir es so nennen wollen. Timeout für die beiden Mannschaften. Jetzt können sie auf türkischer Seite sich noch mal ein bisschen jetzt berappeln. Wollen hier nicht verlieren, aber so gut sieht es dann doch nicht aus für Tauchanchale. Enrique Carlos, Julian Alonso hier auf englischer Seite, der seine Mannschaft einschwört. Neue Taktik mit auf den Weg gibt, bespricht, was als nächstes passieren soll. 10 Sekunden haben sie noch. Und dann geht es hier weiter im Glaspalast. Auf der anderen Seite sehen wir Coach Gökhan Hardy. Auch er hier mit der Ansprache an die Mannschaft. Es geht weiter dann mit dem Einkick für London. So Croft diesmal auf die linke Seite. Und auf die andere Seite verlagert. Croft schiebt sich da immer ein Stück weiter vor. Quasi schon der Flying Goalkeeper, den er hier macht. Jetzt geht er wieder zurück in seinen Kasten. Auch Emre Deniz ist für seine Verhältnisse eben relativ weit raus gewesen. Und jetzt könnten sie mal
Daneben, ein türkischer Spieler liegt am Boden. Ja, da ist ihm einer in die Beine gegangen. Fraglich, wie jetzt da die Schiedsrichter entscheiden. Ja, wird keine Konsequenzen haben. Gibt nur. Genau. Weiterlaufen lassen. Da war quasi der Schrei von ihm schon da, bevor er fiel. Weit bevor er fiel. Naja, komm. Hier bleibt es bei 1-1 in den Teamfouls. Er kriegt es nicht, natürlich. Hier wieder Ballverlust. Jetzt noch ein-, zweimal schön kombinieren. Schauen wir mal, wie weit die Türken kommen mit ihrem Konter. Bis vors Tor diesmal mit ungefährlichem Torschuss. Kroft rollt hinein. Schön. Jetzt auch so ein bisschen faul reklamiert. Auch das gibt's ihm, gibt er ihm nicht. War auch zu wenig Berührung da. Das reicht nicht aus. Aber ein Kick London. Sehr schnell ausgeführt und direkt ausgeführt. Schuss aufs Tor. Noch zu gehen in der ersten Halbzeit. Und London ist am Drücker. 2-0 steht's. Die türkische Mannschaft, Davut Çankaya, hat der Kombinationsfähigkeit der Engländer wenig entgegenzusetzen. Ein Bild, das sich jetzt fortsetzt aus den drei Spieltagen. Beim ersten Spiel 5-0, beim zweiten 8-1 verloren. Auch da zeigten sich diese Fehler, Schwächen in der Taktik der türkischen Mannschaft bereits. Es fehlt da an dem im Eingespieltsein aufeinander, miteinander. Die Kombinationen kommen nicht an, die Spielzüge kommen nicht durch, wie hier wieder an dieser Stelle. Und dann ist eben London da und ist dann auch gefährlich, wenn Emre Deniz seinen Kasten verlässt. London hingegen muss das ganze Repertoire, was sie in ihrem Kasten haben, gar nicht richtig auspacken. Die ganzen tollen Kombinationen, die wir in den letzten zwei Spielen gesehen haben, die brauchen sie hier fast gar nicht. Und beim Einkick. Jetzt dann also Davut Çankaya am Ball mit dem Schuss und ja.
Onua Duyoglu, der hier mit der Nummer 4 gerade den Ball zurückgeholt hat. Nummer 13 am Ball, Recep Erkmen, der jetzt den Einkick macht. Jetzt Emre Deniz auch mal in gegnerischer Hälfte, wie wir gesehen haben. Also quasi Flying Goalkeeper. Drei Minuten, etwas mehr noch zu gehen. Emre Deniz jetzt öfters mal von seinem Tor weg. London kombiniert sich hier erfolgreicher durch das Spiel. Diesmal nicht. Immer wenn ich es gerade sage, dann ist es mal nicht so. Kraft ist dran, vereitelt. Und rettet zur Ecke. Burak Dilim hat sie getreten, die Ecke. Nein, aus der Ecke. Jetzt auch mal der Fehler auf Londoner Seite, wie ich es vorhin mal den türkischen Spielern unterstellt hatte. Aber der Spielstand gibt den Londonern recht. 2:0. Neuer Angriff. War gerade schon fast so ein bisschen gelangweilt gelaufen, als ob er gar nicht wollte. Drei zu null. Die Konsequenz aus den Fehlern, die die Türken machen in ihrem Positionsspiel, im Zuspiel. London belohnt sich. Ein wehrloser Gegner, der türkische Meister, Daut Çançalı, Sport Rigi. Oriol Araujo Sanchez war es, der diesen Treffer erzielt hat. Angriff von der Türkei, aber vorbei, Außennetz. Jetzt werden ihnen wahrscheinlich dann auch die Nerven durchgehen. Drittes Spiel und zum dritten Mal liegen sie hinten. London hingegen kennt das ja fast gar nicht, dass sie mal führen. Mussten immer aus dem Rückstand. Kraft ist da. Spiel zum Kollegen Emre Deniz. London musste immer aus dem Rückstand hier wieder ins Spiel eingreifen. Zum ersten Mal, dass sie jetzt hier 3:0 führen. Ist für die auch eine ganz neue Erfahrung. Die letzte Minute läuft. 50 Sekunden noch. Eins zu eins in Fouls. Wie gesagt, das ist sehr, sehr fair. Da hatten wir ja schon andere Sachen gesehen, inklusive des Überschreitens der 5 Team-Fouls. Und spricht auch für die beiden Mannschaften, dass sie sich hier ein faires letztes Spiel geben. Match liefern, 20 Sekunden noch. Weiter Schuss von Kraft hier. Zweite Timeout der ersten Hälfte fehlt noch, aber der wird jetzt, naja, vielleicht noch gezogen. Hat man in den letzten Spielen auch schon häufig, dass Sekunden vor Schluss hier noch der Timeout genommen worden ist. Das wird
nochmal gewischt vom Tor von Croft, ist aber erledigt. Kann weitergehen. Gibt weiten Wurf. Ball im Aus, ein Kick für Darchanchale. Für London, Entschuldigung. Jetzt hier nochmal Croft am Ball und das Spiel ist aus. Die erste Halbzeit ist um. London geht mit einer verdienten 3:0 Führung in die Pause. Und auch German Sport TV geht in die Pause. In etwa einer Viertelstunde melden wir uns hier aus dem Glaspalast zurück.
Wir sind zurück im Glaspalast in Sindelfingen zur zweiten Halbzeit zwischen dem türkischen Meister Daucan Şale und London Helvetia Futsal Club. Die Mannschaften sind bereits wieder da. Wir haben eine erste Halbzeit gesehen, in der London viel Druck ausgeübt hat, Futsal-Können ausgepackt hat, im Gegensatz zum türkischen Meister, den es schwer fiel, sich hier den Londonern entgegenzustellen, fehlerhafte Pässe gespielt hat und so weiter. Kleine Spielereien zwischen den Schiedsrichtern. Hier, der mal eben seine rote Karte aus der Hand gibt. Daucan Şale wird hier noch ein bisschen mehr auspacken müssen, wenn sie das Spiel noch drehen wollen. Wir haben Fehlpässe gesehen, schlechtes Kombinationsspiel gesehen. Da ist leider London viel besser gewesen. Deswegen führt London auch verdient mit 3:0. Das ist neu für die Engländer, die sich bisher immer aus einem Rückstand zurückkämpfen mussten. Und hier sehen wir Croft, der sich nochmal dehnt vor seinem Tor. Daucan Şale wird anstoßen, von rechts nach links. London führt mit 3:0, die Uhr ist bereit und los geht's in der zweiten Halbzeit am dritten Spieltag hier in der Vorrunde Futsal Champions League Gruppe H. Heute Abend wird noch der Gastgeber um 20 Uhr. Foul und abgepfiffen. Das ging flott. Gibt dann Freistoß für Daucan Şale, weil hier London ein bisschen zu sehr reingestiegen ist. Heute Abend also der Gastgeber um 20 Uhr, TSV Weil im Dorf hier gegen den FC Likeni. Dieses Spiel wird alles entscheiden. Es ist quasi das Finale dieser Vorrunde, dieser Gruppe. Beide Mannschaften haben 6 Punkte auf dem Konto. Und der Gewinner von heute Abend wird sich automatisch für die nächste Runde der Futsal Champions League qualifizieren. Der Gruppenzweite hat noch eine Chance, unter den anderen Gruppenzweiten dann der Beste zu werden. Aber darauf will man sich natürlich weder auf Seiten von Likeni noch auf Seiten von Weil im Dorf verlassen. Jetzt hier schon die erste gefährliche Situation für Emre Deniz in seinem Tor, aber der Schuss ging vorbei. Nochmal eine kleine Ermahnung vom Schiedsrichter Michael Lima de Souza aus Luxemburg. Emre Deniz gibt den Ball zurück ins Spiel. Und da ist er wieder im Aus. Ein Kick für Daucan Şale. Emre Deniz versucht sich jetzt auch ein bisschen als mitspielender Torwart. Knapp daneben. Tor nicht getroffen. War ein guter Spielzug hier rüber, der auch mal ankam. In der Diagonale. Kombiniert besser, das haben wir an dieser Stelle wieder gesehen. Diese Spielzüge bringt Daucan Şale einfach nicht richtig rüber. Nicht zielführend. Nächste. Ja. Sie sind immer noch dran. Das ist immer noch heiß, das Eisen. Bis zu diesem Ballverlust. Ja,
Zurück zu London. Neuer Angriff, neuer Konter. Das war schön gemacht. Den hat er schön abgenommen. Kommt da von hinten aus der Versenkung raus. Aber der Ball ist zurück bei London. Nicht effektiv genug, die türkische Mannschaft. Croft ist wieder weit ab vom Kasten, geht wieder jetzt mit als spielender Torwart. Gibt den Schuss rüber, nochmal kombiniert, aber den kriegt er nicht. Der geht ins Aus. Zum Nachmittag hin kommt jetzt hier über Sindelfingen ein bisschen die Sonne raus, nachdem es tagsüber bewölkt und kalt gewesen ist. 16, 17 Grad waren es nur. Der Abend wird jetzt noch etwas schöner. Die Temperaturen sind angenehmer hier in der Halle als bei den ersten zwei Tagen. Vor allem am ersten Spieltag am Samstag war es hier ordentlich dampfig drin. Vorteil läuft weiter, das Spiel. Einige Zuschauer sind auch gerade zur Halbzeit hier angekommen, die die erste Hälfte des Spiels noch nicht angeschaut haben. Die Halle hat sich etwas gefüllt. Schon soll er jetzt mit dem Ball gewinnen. Der Pass kommt auch an. Er behauptet sich auch, aber die Spielrichtung ist halt die falsche. Sie müssen eben mehr nach vorn spielen. Da haben wir wieder den nächsten Ballverlust. Schönes Zuspiel, Kapitän Ju, der hier querlegt. Hätte er vielleicht selber machen müssen. Jetzt ist der Ball aus dem Spiel. Da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Da ist Ju am Ball, will ihn rüberlegen. Dann noch der Nachschuss. Aber Emre Deniz vereitelt. Und deswegen Eckball für London. Schön rübergelupft. Lass es nochmal versuchen, aber zu hoch. Weit geworfen. Und auch mal, ja, Croft ist dran. Bringt gar nichts. Den muss er dann in Sekundenbruchteilen annehmen und weiter verwerten. Und das ist einfach dann so kurz vorm Tor nicht machbar. Da hatte Croft dann gleich seine Finger im Spiel, im wahrsten Sinn des Wortes. Jetzt hier baut Daoudchan Salem mal ein bisschen Druck auf zum ersten Mal. Dass sich das Spiel mal über längere Zeit in ihrem Ballbesitz, aber Croft ist wieder da. Aber dass wir auch mal hier in der Londoner Hälfte sind und dass die türkischen Meister den Ball jetzt so lange behauptet haben, das ist fast das erste Mal in so einer langen Sequenz, die wir jetzt hier gesehen haben. Oh, jetzt der Ballverlust, jetzt könnten sie mal, aber Ju ist dazwischen. Noch die zweite Gelegenheit, das ist Croft, der dazwischen ist. Sie drehen jetzt auf. Wollen sich dem hier doch nicht so ganz kampflos ergeben. Werden besser. Noch ein Zuspiel, jetzt ist der Ballverlust wieder da. Und jetzt der Konter für London. Wie macht das? Er macht's. Ganz geschickt, wartet ab, verzögert, umspielt und er ist drin. Nochmal die Wiederholung. Und das ist Dani Nerin,
der hier auf hervorragende Weise das 4:0 erzielt für London Helvetia. Tao Chanchale hat jetzt noch 14 Minuten und 35 Sekunden, um das hier irgendwie zu drehen. Bei London wissen wir, dass sie sowas ausgleichen könnten. Bei Tao Chanchale haben wir es noch nicht gesehen. Vielleicht können sie es auch. Und gerade wo die Türken jetzt mal ein bisschen Druck gemacht haben, Selbstbewusstsein tanken konnten durch diese Angriffe oder durch diese Sequenz, die sie da gespielt haben, den Ball erfolgreich hatten vor dem Tor der Londoner. Und dann kriegen sie hinten das 4:0 rein. Da hätte man es ihnen gegönnt, dass sie auch den Ehrentreffer hier noch erzielen. Hätte ihnen Mut, Selbstbewusstsein gegeben. Hätte vielleicht noch ein bisschen was ändern können. Jetzt schauen wir mal, wie sich dieses vierte Tor auf die Spielweise der türkischen Meister auswirken wird. Jetzt haben wir schöne... Ja, jetzt ist er im Aus. Hätte er noch den Croft umspielen können, hat er aber nicht gemacht. Nicht schön von Croft hier. Findet den Mann, passt genau. London kann erneut kombinieren an den türkischen Spielern vorbei. Jetzt war mal. Croft wieder in gegnerischer Hälfte. Er versucht es wieder selber, scheitert an Emre Deniz. Er will sein Tor noch machen hier heute. Vielleicht in den letzten Minuten des Spiels, dass seine Mannschaftskollegen ihn eben doch mal nach vorn lassen, dass er hier das Tor noch machen kann. Ja, dann nimmt José Carlos jetzt erstmal den Saft raus. Und eine neue Chance wird er. Nein. Das war jetzt gut von den beiden Feldspielern, wie sie es verteidigt haben, nachdem Emre Deniz nicht drin war im Kasten. Auch dieses Zuspiel war nicht effektiv. Den kriegt er nicht mehr. Möglichkeit für London. Na, ah. Da schießt er mal drauf. Zwölf Minuten noch zu gehen hier in der zweiten Halbzeit. Tao Chanchale liegt 0:4 zurück gegen hervorragend spielende Engländer. Croft ist wieder mit drüben. Emre Deniz ist dran. Ein Kick für London. Chance, Emre Deniz vereitelt. Jetzt noch der jetzt viel Körpereinsatz da. Es bleibt aber fair. Es
bleibt fair auf beiden Seiten. Es ist rumpelt ein bisschen, aber ja. Von dreien jetzt umstellt. Ja, den hat er schon da mit seinem Arm auch ein bisschen absichtlich erwischt. Hätte man pfeifen können. Tor für London. 5:0. Da gibt er ihn vor, die 7 legt ihn quer. Und dann ist es Rubens Fernandes Romero, der hier einnetzt zum 5:0. Flying Goalkeeper jetzt auf Seiten von Tauschan Charlie. Jetzt haben sie ja die Nase voll. Jetzt gehen sie volles Risiko. 11 Minuten vor Schluss. Den Flying Goalkeeper. Das Tor ist leer. Jetzt heißt es alles oder nichts. Entweder kriegen sie ihn jetzt rein. Da ist ja großes Gemenge. Jetzt müssen sie den Ball halten. Jeder Ballverlust birgt jetzt das Risiko, dass sie hinten noch mehr reinkriegen. Batuhan Güvenç ist es, der hier den Flying Goalkeeper macht mit der Nummer 9. 10:30 noch zu gehen. Jetzt braucht man einen Ball. Ein Kick für Tao Chansale. Sie sind im Ballbesitz, sie bleiben im Ballbesitz, müssen sie. Jetzt müssen sie die Lücke finden in der Londoner Formation, in der Raute um und an spielen. Und immer wieder versuchen, dann Croft zu überlisten. Emre Dennis wieder im Tor. Foul, Spiel gepfiffen. Gelbe Karte noch zu dem. Zweites Foul jetzt von Tauschan Charlie. Und es ist die Nummer 3, Mehmet Yigit, der hier mit der gelben Karte ausgestattet worden ist. Ball ist freigegeben zum Freistoß. London im Ballbesitz. London hat jetzt auch im Prinzip kein Problem mehr damit, über Ballbesitz dieses Spiel zu gestalten. Denn auch die wissen jetzt, wenn Flying Goalkeeper kommt von Seiten Tauschan Charlie, dann ja, Glück und Risiko zugleich kann das dann bedeuten. Das heißt, sie werden so gut es geht verhindern, dass Tauschan Charlie in den Ballbesitz kommt. Und jetzt selber dieses Spiel hier noch versuchen, in die Regie zu nehmen. Der Ball kam jetzt fast hier oben auf der Tribüne an. Vor unserer Kamera. Jetzt Tauschan Charlie wieder im Ballbesitz. Flying Goalkeeper ist drin. Jetzt müssen sie wieder vors englische Tor. Wieder sehen, dass sie die Lücke finden. In der Londoner Formation oder einfach mal draufdonnern. Jetzt geht es im Prinzip darum, hier die Londoner auszuspielen, zu verwirren, zu sehen, wo komme ich durch, wo kann ich hin. Das alles funktioniert natürlich nur mit gutem Passspiel. Und das ist jetzt nicht gerade die Stärke der Mannschaft. Ja.
Haben Sie ihn wieder. Emre Deniz ist noch auf dem Feld und immer noch nicht. Jetzt ist er drin. Endlich der Ehrentreffer. Glückwunsch an dieser Stelle. Congratulations to our Turkey Futsal Fans for that goal. It's the number 8. Die Nummer 8 ist es. Onur Dayoglu. Hakan Bezirgan, Entschuldigung. Hakan Bezirgan, der Kapitän, der hier das 1:5 erzielt. Das zweite Tor in diesem Turnier für Darshan Çale. Der Ball liegt nicht korrekt. Mal sehen, ja, er nimmt ihn noch zurück. Und sie versuchen es erneut. Jetzt drehen sie auf. Spielen sich das Tor. Emre Deniz geht derweil raus. Der Flying Goalkeeper kommt wieder rein. Batuhan Güvenç mit dem Torwarttrikot als Feldspieler. Acht Minuten haben sie noch für vier Tore. Das war schön nach hinten kombiniert, das hat er gut gemacht. Das hat gefehlt, diese Möglichkeit, diese Fähigkeit die ganze Zeit in der ersten Halbzeit. Die gingen zu oft ins Leere. Da war der Torschütze gerade noch mal im Bild. Wieder sind sie über rechts. Wird es den erneuten Eckball geben. Dann geht das Spiel wieder auf die linke Hälfte rüber. Linksseitig. Ballverlust jetzt. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Immer noch nicht nah. Sein Goalkeeper bleibt auf dem Feld. Situation entschärft. Da ist schon Charlie wieder im Ballbesitz. Aber das war jetzt die Gefahr mit Fly Goalkeepers. Londoner Spieler da beim Angriff auch noch ein bisschen am Trikot. Leicht festgehalten und unterbunden, dass er da zum Zug kommt und 2:0. Auf einmal drehen sie hier den Turbo auf. Mit der Nummer 7, Cem Keskin, wenn es für ihn gezählt wird. Sah halb auch nach dem Eigentor aus. Kann sein, dass noch ein Londoner dran war. Aus der Perspektive gerade nicht ganz zu sehen. Croft geht vor. Wird da aber gefoult. Da wollen sie dann doch verhindern, dass der Torwart das Tor schießt. Drittes Teamfoul für Darshan Çale. Drei Tore haben sie noch zum Ausgleichen in 6 Minuten. Das ist machbar, wenn sie hier diesen Turbo weiterhin so zünden. Das macht jetzt Spaß zuzuschauen. Das ist nicht mehr die Mannschaft, die sich da so willenlos ergibt, sondern jetzt sind sie mitspielende Mannschaft. Chu nimmt den Freistoß nach dem Foul an Croft. Ballverlust jetzt dann Darshan Çale mit dem Einkick. Flying Goalkeeper kann wieder rein. Kann der dritte Angriff sein hier auf das Londoner Tor. Schön gemacht, schön zugespielt, aber Croft vereitelt.
Eckball. Weiterhin Ballbesitz Darshan Charlie. Weiterhin das geübte Spiel der Raute rund um das Londoner Tor. 6 Minuten 20 für 4 Tore. Dann hätten sie sogar gewonnen. Tor ist leer, aber daneben. Hüvensch muss jetzt formell den Abstoß machen. Hin zu Croft. War zu weit. Nicht erreichbar. Deswegen jetzt Ballbesitz wieder bei London. Und Emre Deniz ist wieder auf dem Spielfeld. Jetzt geht er gleich wieder raus. Fliegender Wechsel. Deswegen auch der fliegende Torwart. Flying Goalie. Schon Charlie hier tatsächlich eben in den letzten Minuten und leeres Tor, geht nicht rein. Dass sie hier diesen Turbo jetzt in den letzten Minuten zünden, 2 Tore innerhalb kürzester Zeit schießen, Respekt, Respekt. Da macht es dann auch wieder Spaß zuzuschauen, wenn die Partie ausgeglichener ist. Wenn sich die türkischen Meister nicht einfach hier nur so dem Schicksal ergeben. Jetzt Ballbesitz London, Möglichkeit zu erhöhen auf ein mögliches 6:2. Auch das steht natürlich noch im Raum. Ist auch keineswegs gesagt, dass jetzt nur noch Darshan Charlie Tore schießen könnte. Ballbesitz jetzt gewechselt. Neuer Angriff. Croft ist dran. Jetzt auch Fehler, mehr Fehler auf Seiten von London. Die Türken haben jetzt ordentlich Selbstbewusstsein getankt. Die Londoner machen Fehler. Auch im Zuspiel, im Abspiel. 4. Teamfoul für Darshan Charlie. 2. auch für London, das war jetzt der Freistoß. Ballverlust. Da läuft er, aber ist nicht gefährlich. Jetzt aber Tor! Nein! Das war. Ich habe ihn schon drin gesehen. Und abgeprallt. Am Pfosten. Neuer Angriff, neue Möglichkeit. Croft hatte ihn, war ihm sicher, gibt ihn raus, naja, jetzt schön gemacht. Ja, die Schwächen von London sind hier eher linksseitig. Beim Flying Goalkeeper, bei Güvenç, da ist es immer irgendwie mal durchgegangen. Oder sie machen es da direkt mittig, das geht auch. Er behauptet sich, muss er auch. Jetzt wieder Tor leer, daneben. Wieder mal daneben, das ist Glück für Darshan Charlie und Pech für London. Wie sie jetzt hier eigentlich erhöhen könnten durch den leeren Kasten. Jetzt muss er laufen. Kriegt er nimmer. Ein Kick London. Emre Deniz geht zurück aufs Feld. Güvenç geht runter.
Ein Schuh wird da noch gebunden, genau. Bevor der Einkick dann von links von London erfolgen kann. Emre Deniz mit dem Abwurf. Da setzt er sich nicht. Ja, es war schön gedacht, aber zwei Minuten 53 auf der Uhr. Jetzt noch eine Möglichkeit und daneben. Den hat er schön umspielt, schneller ist er auch, Laufduell gewinnt er auch, aber Deniz ist da und dann laute Proteste hier bezüglich des Foulspiels. Würde ich eher bleiben lassen, den Schiedsrichter da auch noch anzufassen. Holt sich dann auch gelb ab. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Alle Spieler sind jetzt drumherum dort. Freistoßmöglichkeit für London. Das war dann auch das fünfte Teamfoul für Tauschan Charlie. Ball ist freigegeben, er schießt und trifft nicht. Emre Deniz wirft ab. Spannend bis zur letzten Sekunde. Das ist Futsal. 9. Angriff. Tor! Emre chancenlos. 6:2. Schön hier kombiniert, nach hinten gespielt. Und da nimmt er ihn direkt. Schön gemacht. 6:2. 2:08 noch. Tauschan Charlie muss jetzt aufpassen, dass sie sich nicht noch ein Teamfoul einfangen. Das wäre dann das sechste und damit der Strafstoß fällig. Flying Goalkeeper ist wieder drin. Wird da von Zweien bedrängt, setzt sich nicht durch. Deniz ist wieder am Platz und London ist in Ballbesitz. Und jetzt neue Möglichkeit. Ja, den Lupfter da neben das Tor. Da geht keine Gefahr aus. Croft braucht sich da nicht anstrengen. Da dürfte jetzt der Deckel drauf sein. 4 Tore Unterschied. London führt 6:2 und es sind noch etwas mehr als 60 Sekunden auf der Uhr. London wird sich den dritten Platz der Tabelle hier nicht mehr wegnehmen lassen. Auch wenn Tauschan Charlie jetzt hier vor einigen Minuten noch mal richtig schön aufgedreht hat, den Turbo gezündet hat, 2 Tore innerhalb von kurzer Zeit erzielt hat.
Da hätten wir gerne mehr von denen gesehen im Lauf des Turniers. Dass sie auch dieses Können am Ball in der Kombinationsgabe noch mehr mitbringen. Und da ist er nochmal hinten dran. 7-2. Schön, wie er da noch den Emre Deniz umspielt. Tja, Dani Nerin hat sich jetzt hier noch ein Sahnehäubchen aufgesetzt. Oder dem Spiel eins aufgesetzt. Wir gehen in die letzten 25 Sekunden. Fly Goalie ist jetzt wieder drin. Noch ein Schuss. Noch ein Tor. Glückwunsch nochmal an Daud Cancele. 3-7. Jetzt geht's hin und her. So macht Futsal Spaß. Tor gefährlich, rasant. Tja, Mehmet Yigit hat ja noch den letzten Treffer vermutlich erzielt. Na, es geht noch weiter, es geht noch weiter, es bleibt spannend. Der Ball nochmal, ja, dann ist er aus dem Spiel. Noch nicht aus dem Spiel, nochmal Emre Deniz dran. Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt ist es nur noch ein Hauchen. Eine Ecke. Und noch ein Abwurf von Emre Deniz. Und dann ist das Spiel aus. London gewinnt mit 7-3. In diesem Spiel am Nachmittag hier, dritter Spieltag. Und spielt sich damit auf Platz 3 der Tabelle mit nun 3 Punkten und einer Tordifferenz von plus 1. Wir gratulieren, congratulations all the fans from London Helvetica and congratulations to the team for reaching the third place here in this tournament. We hope you enjoyed it watching futsal. Greetings to London, greetings to all the Turkey futsal fans from Turkey. And we hope you enjoyed our live stream here in Glaspalast in Sindelfingen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen zuzuschauen. Heute Abend um 20 Uhr kommt der Kracher, kommt das Finale, trifft der FC Likeni auf den Hausherrn TSV Weil im Dorf. Dann wird hier der Glaspalast beben. Die Futsal-Fans von Weil im Dorf werden das hier zum Kochen bringen. Schalten Sie auch dann wieder ein. German Sport TV überträgt ab kurz vor 20 Uhr das Abendspiel. Es wird heiß im Glaspalast.